Freitagabend, Bürogebäude, alle Türen verschlossen. Claire und Martin sitzen fest, und zwar im Obergeschoss. Raus geht's nur mit dem Aufzug, Stockwerk für Stockwerk. Büro, Kaffeeküche und Putzraum. Jeder Stock birgt andere mysteriöse Herausforderungen. Und so ganz sicher ist der Aufzug auch nicht. Noch haben die Eingeschlossenen gute Laune. Sekretärin Estelle, hauptberuflich Problemlöserin im Büro, steht Martin zur Seite. Gebäudeexperte Baris kommt, wenn nichts mehr geht. Er hilft Claire. Wer schneller rauskommt, hat gewonnen. Pro Aufgabe gibt es 2 Tipps. Jeder Tipp macht 2 Minuten plus. 4. Stock, Büro. Der Aufzug dahinter, verschlossen. Aber auf dem Bürorechner läuft dieses Video. Ihr wollt raus? Dann ruft doch einen Kollegen an. Die Frage ist, welchen ausländischen Mitarbeiter kriegt ihr an die Strippe, wenn es in Deutschland 18 Uhr ist? Hier die Auswahl. Handys gibt's genug. Aber wo ist jetzt noch jemand im Büro? Mexiko, Japan oder USA? Ja. Wenn es bei uns 18 Uhr ist, muss da auch Arbeitszeit sein. Martins Strategie, raten. Erster Versuch, New York. Da geht keiner ran. Der Versuch kostet ihn 1 Minute. In New York ist Mittagspause, der Kollege luncht. Dann ist es Tokio. Na, wenn der Martin das sagt, wir werden sehen. Da spricht jemand. Hör mal. Ja, aber es ist... Hallo, hallo, ist jemand da? Ich glaube, es war der Anrufbeantworter. Scheiße. Aber heißt das, es ist jetzt auch falsch? Genau das heißt's. 1 Minute weg. In Tokio sind nur Anrufbeantworter wach. Ein einfacher Trick zur Zeitzone. Wenn man sich die Erde flach vorstellt, dann gilt, je weiter man von Deutschland aus Richtung Osten geht, desto weiter muss man die Uhr vorstellen. Und je weiter Richtung Westen, desto weiter läuft die Uhr zurück. Und genau damit arbeitet Claire. In New York sind es 6 Stunden Unterschied. Ich glaub, 6 Stunden. Tijuana ist ja ungefähr hier. Ich würde eigentlich sagen, das sind ja dann noch mal von hier nach da, sind es noch mal so 3 Stunden. Dann wären wir ja am Vormittag. Ne? Richtig, in Tijuana sind alle Mexikaner wach. Hallo? Hola? Hola. Bienvenido en México. Der Code, den ihr für das Aufzugschloss braucht, ist 1973. Okay, 1973. Mit dem Code lässt sich der Aufzug öffnen. Passiert irgendwas? Oh mein Gott. Jetzt geht's abwärts. Auch Team Martin hat endlich in Mexiko angerufen. War ja auch sonst keiner mehr übrig. Raten hat nicht geholfen. Erste Zwischenzeit, Team Claire 5 Minuten 49. Team Martin liegt leicht zurück. Nächster Stock, nächste Aufgabe. Kaffeeküche. Da klingelt doch was. Hier ist was, hier ist was. Nee, Baris, das ist eine Digitalwaage. Die klingelt nicht. Ich bin so gefreut. Finde den Code für den Aufzug. Dazu musst du Kaffee kochen. Da gibt's nur ein winziges Problem. Das Ding ist zu. Nur eine einzige Bohne ist draußen. Schlüssel gibt's. Dahinter sind Bohnenmengen angegeben. Was schätzt du, wie viele Kaffeebohnen befinden sich im Glas? Für jeden falschen Schlüssel bekommst du eine 3-minütige Zeitstrafe. Eine Bohne? Eine Idee. Kann man das irgendwie wiegen? Nee, was zum Wiegen haben wir nicht. Doch, habt ihr. Aber ihr könnt natürlich auch raten. 178 ist viel zu wenig. Ich glaube, auch 813 ist viel zu wenig. Ich würde sagen 1176. Ja, gut, dann nehmen wir das. Wenn es halt falsch ist, dann kriegen wir halt eine Strafe. So ist das. Nein. Mach dann 3 Minuten. Wollen wir 1666 probieren? Mhm. Mit dem zweiten Schlüssel klappt's. Team Martin probiert's zuerst auch mit wildem Bohnenraten. 876 Bohnen sind zu wenig. Falsch, 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 falsch. 3 Minuten Strafe. Besser mal nach einem Tipp fragen. Mit Wiegen und Köpfchen kommst du weiter. Such in der Holzbox. Dort finden Sie eine Digitalwaage und einen Taschenrechner. Sie haben jetzt eine Bohne, eine Waage, einen Taschenrechner und 1,5 Kilo Bohnen. Wie kriegt man damit raus, wie viel Bohnen im Glas sind? Schritt 1, Bohne wiegen. Eine Bohne wiegt 30 Gramm. Nicht 30, 0,3 Gramm. Der Rest, simple Mathematik, oder?
30 Mal die Dinge, sondern wissen wir die Grammzahl. Oh je, Estelle zeigt ihre Büroqualitäten. Sie weiß, wie es geht. Einfach 500 Gramm Bohnen durch eine Bohne, also 0,3 Gramm teilen, macht präzise 1666. Dreisatz hilft. Die Bohnen sind frei. Im Glas die nächste Botschaft. Der Kaffee muss in die richtige Tasse. Und zwar ist es die mit dem Symbol des Landes, in dem weltweit am meisten Kaffee getrunken wird. Sie verrät dir den Code für den Aufzug. Bevor es an die Tassen geht, erstmal Kaffee machen. Tassen gibt's einige, wie Team Claire feststellen muss. Insgesamt 10 Länder sind vertreten. Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Spanien, USA, Brasilien, Finnland, Schweden, Italien, Dänemark. Wer von denen trinkt am meisten Kaffee? Claire tippt auf die USA. Ich meine, die trinken vor allem immer ätzenden Kaffee, ne? Also ich glaube, die sind so Nummer 1, was Filterkaffee angeht. Die Probe aufs Exempel. Im Aufzug passiert leider nichts. Ich fühle mich ein bisschen dumm gerade. Auch Team Martin ist mit der Auswahl etwas überfordert. Tasse verrät dir den Code für den Aufzug. Tipp! Hallo. Von dem gesuchten Land aus kann man die Polarlichter sehen. Hilft nicht wirklich. Im Aufzug verstecken sich die Polarlichter jedenfalls nicht. Noch ein Tipp bitte. Hallo? Füll den Kaffee in die Tasse aus dem Land, aus dem Janne Ahonen kommt. Gott sei Dank kennt sich Estelle mit Skispringern aus. Finnland. Mit der Tasse passieren mysteriöse Dinge. Echt? Ja. Was für eine Magic-Tasse ist das denn? Drücke die Aufzugtasten 2 plus 2 plus 1. Und damit klappt's auch mit dem Aufzug. Claire lässt sich auch einen Tipp geben. Von dort aus kannst du die Polarlichter sehen. Falsches Land. Falsches Land. Glücklicherweise ist Baris nicht nur Spezialist für Gebäudesicherheit. Also, ich schätze Finnland. Ob auf der Tasse etwas steht, seht ihr, wenn die Schrift angeht. Oh, guck mal, was passiert! Drücke die Aufzugstasten 221. Ah, guck mal, das hat sich hier verändert. Oh mein Gott, ich flippe aus. Finnen trinken deshalb so viel Kaffee, weil in Finnland im 19. Jahrhundert zeitweise Alkohol verboten war. Kaffee stieg damals zur finnischen Ersatzdroge Nummer 1 auf. Der Zwischenstand? Team Claire führt und baut den Vorsprung aus. Letzter Halt, Putzraum. Diese Putzfrau wartet schon mit der nächsten Aufgabe. Aber vorher braucht sie noch einen Schluck Kaffee. Der Code für den Aufzug ist da draußen an der Wand. Aber man kann ihn nicht lesen, weil die Scheibe mit Permanentmarker vollgeschmiert ist. Zur Scheibenreinigung gibt's Zahnpasta, Essig oder Haarspray. Kleiner Haken, es gibt jeweils nur ein Reinigungsmittel. Dann braucht die Putzfrau wieder Kaffee. Und zwar frischen. Tja, und womit putzt sich's jetzt am besten? Haarspray, weil es einfach so abwegig ist. Mhm. Ob das funktioniert? Team Martin hat ebenfalls den Kaffee an die Frau gebracht. Aber welches Putzmittel hilft gegen Textmarker? Besser noch einen Tipp. Ihr findet es im Badezimmer. Na, dann nehmen wir eher Zahnpasta. Funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ganz im Gegensatz zum Haarspray. Haarspray enthält hochprozentigen Alkohol und spezielle Moleküle. Die bleiben nicht nur am Haar kleben, sondern binden sich auch an Farbpigmente. Danach kann man alles zusammen einfach abwischen. Claire hat jedenfalls in Rekordzeit den Durchblick. Ich glaube, da steht 112, oder? Willst du ausprobieren? Mhm. Okay. Ab in den Aufzug. Team Martin wischt immer noch. Irgendwie geht was ab, aber es dauert und dauert. Endlich ist die Scheibe einigermaßen frei. Ist da irgendwo eine Zahl? Ja. Ja, wo? Da an der Wand. 112? Beide Teams schaffen's mit Code in den Aufzug und sind auf dem Weg in die Freiheit. Oder? Warte. Hallo. Ja, wir haben uns ein bisschen zu früh gefreut. Der Aufzug ist stecken geblieben. Wie, der Aufzug ist stecken geblieben? Guck mal hier. Hallo. Hängen wir fest? Oh. Ich bin voller Zahnpasta überall. Ja. Hallo.
Wie lange darf ein Aufzugstechniker maximal brauchen? 30 Minuten, eine Stunde, eineinhalb Stunden. Für jede falsche Antwort bleibt ihr 2 Minuten länger im Aufzug. Wir sagen eine Stunde. Wir sagen eine Stunde. Hallo. Leider falsch. Dann ist es eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde da? Das ist ja schneller als die Polizei erlaubt. Noch ein Versuch? Ja, anderthalb Stunden. Leider auch daneben. Danke, wir warten nur noch ein bisschen, ne? Team Claire hat ganz andere Sorgen. Wie lange kann man denn hier so überleben als Mensch? Keine Sorge, etwa 3 Tage kann man es ohne Wasser aushalten. Die meisten schweren Unfälle passieren übrigens bei Ausbruchsversuchen. Also Claire, ruhig bleiben und raten. Wie schnell muss ein Aufzugstechniker vor Ort sein? Ich glaube nicht 1,5 Stunden, oder? Ich glaube eher 1/2 Stunde. Wir würden sagen 1/2 Stunde. Und? Claires Aufzug fährt weiter. Sie sind raus. Perfekt. Sind wir draußen? Wir sind draußen! Team Dunkelmann kommt etwas später. Herzlichen Glückwunsch, du wärst verloren, mein Gott! Und so sieht der Endstand aus. Martin und Estelle brauchen 41 Minuten 20. Davon 15 für Tipps und Strafminuten. Und das bedeutet klarer Sieg für Team Claire. Zimt haben Sie vielleicht auch bei sich in der Küche. Wissen Sie, wo es herkommt? Morgen werden Sie es erfahren. Jetzt werde ich zum Zimt-Warrior. Es benötigt einiges an Geschick und viel Geduld. Ich bin gerade mal bei der Hälfte. Ab wann fängt er denn an zu kippen? Bis wir diese hier essen können. We call it Zimtschnecke. Zimtschnecke. Christoph Karasch hilft bei der Zimternte in Indonesien. Morgen bei Galileo.